B1.0. Die Parabel P verläuft durch die Punkte P minus 5 minus 19 und Q 7, 5. Sie hat eine Gleichung der Form y ist gleich minus 0,25x² plus bx plus c mit Grundmenge gleich a Kreuz a und b bzw. c Element der reellen Zahlen. Die Gerade g ist festgelegt durch die Punkte r 0,25 und s 5, 0. B1.1. Zeigen Sie durch Berechnung der Werte für b und c, dass die Parabel p die Gleichen y ist gleich minus 0,25x² plus 2,5x minus 0,25 hat. Und bestimmen Sie die Gleichung der Geraden g. Zeichnen Sie dann die Parabel p für x Element von 0 bis 12 und die Gerade g in ein Koordinatensystem. Für die Zeichnung gilt Längeneinheit 1 cm und x von minus 1 bis 14, y von minus 7 bis 7. Zuerst soll also gezeigt werden, dass für b und c bestimmte Werte rauskommen, dass wir eine Gleichung für die Parabel der Form y ist gleich minus 0,25x² plus 2,5x minus 0,25 bekommen. Nun, was wissen wir? Aus der Angabe erhalten wir zwei Punkte, nämlich p und q, die auf der Parabel liegen. Außerdem ist gegeben, dass die Parabel die Form y ist gleich minus 0,25x² plus bx plus c haben soll. Da wir keine Scheitelform haben, oder keinen Scheitelpunkt haben, fällt die Scheitelform schon mal weg und uns bleibt nur übrig, die Punkte erst den Punkt p in diese Gleichung einzusetzen und dann den Punkt q in diese Gleichung einzusetzen. Das ergibt dann also zwei Gleichungen. Zuerst mit p. Für y setzen wir die y-Koordinate ein und für x jeweils die x-Koordinate. Minus 19 ist gleich minus 0,25 mal minus 5 Quadrat plus b mal minus 5 plus c. Und mit q das gleiche folgt 5 ist gleich minus 0,25 mal 7 Quadrat plus b mal 7 plus c. Wir erhalten also hier ein lineares Gleichungssystem, das wir mit bekannten Methoden berechnen können. Das geht zum Beispiel mit Hilfe des Taschenrechners und der Funktion ToolSystem2. Oder aber wir formen einfach um und benutzen das Gleichsetzungsverfahren. Das wende ich jetzt hier mal an. Das heißt, ich löse beide Gleichungen nach einer Variable auf. Dann nehme ich jetzt die Variable c und setze dann gleich. Zuerst müssen die Gleichungen vereinfacht werden, damit man sie schöner umformen kann. Mache ich das erst für Gleichung 1. Folgt minus 19 ist gleich minus 0,25 mal minus 5 Quadrat ist 25. Und jetzt b mal minus 5 ist das gleiche wie minus 5b plus c. Daraus folgt, minus 19 ist gleich minus 0,25 mal 25. Minus mal plus gibt auf jeden Fall minus. Und 0,25 mal 25 sind 6,25. Minus 5b plus c. Jetzt will ich nach c auflösen, das heißt, die beiden anderen Zahlen kommen auf die linke Seite mit umgedrehtem Vorzeichen. Dann heißt es minus 19 plus 6,25 plus 5b ist gleich c. Das gleiche mache ich jetzt mit der Gleichung 2 auch noch. Ist gleich minus 0,25 mal 7 Quadrat ist 49 plus 7b plus c. Dann 5 mal und jetzt wieder minus mal plus ist minus 0,25 mal 49 sind minus 12,25 dann insgesamt plus 7b plus 10. Jetzt bringe ich die beiden Zahlen wieder auf die linke Seite, sodass c rechts alleine steht. Daraus folgt 5 plus 12,25 minus 7b ist gleich c. Jetzt habe ich beide Gleichungen nach c aufgelöst. Jetzt kann ich gleichsetzen. Das heißt, 1 soll gleich 2 sein. Und daraus folgt dann minus 19 plus 6,25
plus 5b ist gleich 5 plus 12,25 minus 7b. Natürlich kann man hier schon in diesem Schritt die beiden Zahlen noch zusammenfassen. Kann man machen, reicht aber auch erst hier. So, jetzt haben wir wieder eine ganz normale Gleichung. Die lässt sich zum Beispiel über den Solver lösen und dann bekommen wir einen Wert für b raus. Oder mit Hilfe von Calc Intersection, ebenfalls mit dem Taschenrechner. Oder aber wir formen um und berechnen b mit der Hand. Erst vereinfachen wir. Minus 19 plus 6,25 sind minus 12,25 plus 5b ist gleich 17,25 minus 7b. Jetzt schaffe ich alle b's auf die linke Seite und alle Zahlen ohne b auf die rechte Seite. Dann heißt es hier 5b plus 7b ist gleich 12,25 plus 17,25. 5b plus 7b sind 12b ist gleich 12,25 plus 17,25 sind 30. Und jetzt teile ich durch die Zahl vor der Variable. Schreibe es hier mal hin, also geteilt durch 12. Und dann erhalten wir für b gleich 2,5. Diesen Wert für b setzen wir jetzt in eine unserer beiden Gleichungen oben ein. Zum Beispiel in die Gleichung 1. Dann folgt daraus minus 19 plus 6,25. Ja, schreiben wir hier nach vorne, c ist gleich. Minus 19 plus 6,25 plus 5 mal 2,5. Das tippen wir in den Taschenrechner ein. Und an dieser Stelle muss dann der Wert von minus 0,25 rauskommen. So, zum Schluss setzen wir noch die Werte von b und c in unsere gegebene Gleichung ein. Also in diese hier. Und dann haben wir die Parabelgleichung. Also y ist gleich minus 0,25x² plus 2,5x minus 0,25. So, als nächstes muss die Gleichung der Geraden g aufgestellt werden. Von der Geraden g wissen wir, sie verläuft durch die Punkte r mit 0 und 2,5, beziehungsweise s mit 5, 0. Dafür brauchen wir jetzt erstmal die allgemeine Geradengleichung. Die ist y ist gleich m mal x plus t. Finden wir auch auf Seite 12 der Formelsammlung. Und wir müssen jetzt dieses m berechnen, sowie das t berechnen. Da wir wissen, die Gerade verläuft durch den Punkt r mit den Koordinaten 0, 2,5, können wir schon unser t ablesen, weil es ist nichts anderes als 2,5. Weil t ist ja der Schnittpunkt mit der y-Achse und wenn die x-Koordinate 0 ist, ist es automatisch auf der y-Achse dieser Punkt. Also daraus folgt, t ist 2,5. Jetzt müssen wir noch unser m berechnen. Das können wir mit Hilfe der Punktstellungsform machen, die wir ebenfalls in der Formelsammlung auf Seite 12 finden. Und hier, da heißt, m ist gleich y vom, ich sage es mal, vom rechten Punkt, also y von s minus y von r geteilt durch x von s minus x von r. Also setzen wir ein, y von s ist 0, minus x von y von r, also minus 2,5, geteilt durch x von s ist 5,
und y minus x vom Punkt r ist 0, also haben wir minus 2,5 geteilt durch 5 und das ist minus 0,5. Damit können wir jetzt die Geradengleichung aufstellen, also für die Gerade e gilt, y ist gleich minus 0,5x plus 2,5. So, zum Schluss gilt es noch, diese Gerade und die Parabel einzuzeichnen. Die Größe des Koordinatensystems haben wir in der Aufgabe gegeben, nämlich x, die x-Richtung von minus 1 bis 14 und von y von minus 7 bis 7. Also nehmen wir unser Geodreieck. Und zeichnen ist ein Koordinatensystem. Ein bisschen gerader. Hier ist unsere y-Achse, unsere x-Achse. Dann schnell noch die Einheiten drauf. Jetzt muss eigentlich bis 7 hochgehen. Und 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7 nach unten. Jetzt müssen wir die Parabel und die Geraden g einzeichnen. Die Gerade g geht etwas schneller. Der y-Achsenabschnitt haben wir bei 2,5. Die Steigung ist minus 0,5. Das heißt, wenn ich eine Längeneinheit nach rechts gehe, muss ich 0,5 nach unten. Also hier zum Beispiel hier noch einen zusätzlichen Punkt. Dadurch habe ich jetzt zwei Punkte gegeben, durch die ich die Gerade einzeichnen kann. Als nächstes brauche ich die Parabel. Dafür nehme ich am besten den Taschenrechner zur Hilfe. Und über die Tabellenfunktion lassen sich sehr schnell die Punkte für die Parabel ausrechnen. Ich gehe auf y ist gleich und gebe für y1 die Parabelgleichung ein. Also minus 0,25x² plus 2,5x minus 0,25. So, jetzt gehen wir auf Table und da gibt uns der Taschenrechner schon entsprechend die Werte aus. Hier ist es wieder sinnvoll, auf Auto umzustellen, weil wir dann sehr schnell alle entsprechenden Punkte bekommen und wir einfach mit hoch und runter die Punkte durchgehen können. Also erhalten wir folgende Punkte, die wir jetzt einfach alle einzeichnen. Bei minus 1, 3, minus 3, 0, minus 0,25, 1, 2, 2, 3,75, 3, 5, 4, 5,75. Und jetzt muss ich jetzt mal weiterschalten.
Dann 5, 6. 6 wieder 5,75. Und ab jetzt ist es einfach, da eine Parabel eben eine Spiegelachse hat, können wir jetzt einfach die entsprechenden Punkte von der anderen Seite übernehmen, ohne sie extra berechnen zu müssen. Es gibt noch eine Stelle, die wir aufpassen müssen, nämlich wie weit wir die Parabel zeichnen müssen. Das ist hier explizit angegeben. Zeichnen Sie die Parabel P für x gleich von 0 bis 12. Ich habe jetzt hier zwar bei minus 1 angefangen, aber es ist egal. Aber wir müssen auf jeden Fall bis 12 rauszeichnen. Also nicht hier bei, was ist es, bei 10 aufhören, sondern wir müssen tatsächlich weitergehen bis 12. Also halten wir für 11 wieder minus 3 und für 12 minus 6,25. So, jetzt heißt es noch die Parabel schön verbinden. Ja. Und dann halten wir so eine Parabel. Noch beschriften mit P und das ist die Gerade G.